Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lidl frisch vom Feld ist zurück. Das ist die Ausgabe zur Europameisterschaft 2022. Wir wollen euch wieder so ein bisschen was zeigen rund um den DHB und drücken den Jungs natürlich die Daumen. Wir haben uns ein neues Format überlegt. Ich erkläre euch mal die Spielregeln. Wir spielen Was bin ich? Das läuft folgendermaßen. Wir haben uns in eurem Fall zum ersten Vorrundengegner ein landestypisches Gericht rausgesucht. Und von euch wollen wir, dass ihr drei Zutaten erratet, die man für dieses Gericht braucht. Gehst du manchmal einkaufen? Ja, schon ab und an mal. Und kochen? Ja, das dann noch seltener, aber kann schon Spaß machen. Also in Sachen Food-Expertise haben wir jetzt hier mit dir nicht den Glücksgriff gemacht. Nicht das Große losgezogen, aber so ein blindes Huhn. Das. Juri, wie ist bei dir? Ja, ich habe zum Glück eine Freundin, die sehr gut kocht. Also, erste Zutat, die wir suchen. Männer, gemeinsam mit meinen Rohkostfreunden werde ich gerne in Kräuterquark gedippt. Juri, guck ganz groß. Sellerie? Na, bist schon in der richtigen Ecke unterwegs, aber das war's noch nie. Ein Buzzer für dich weg. Du hast noch zwei frei. Keine Sorge, Timo. Ich warte noch. Du wartest noch. Eine Sorte von mir heißt Rudi. Hm? Willst du? Bitte? Kohlrabi? Nein. Oh, jetzt hast du jetzt ein bisschen raus, Druck. Wenn ich jetzt noch warte, dann... Ja gut, einen habe ich noch. Ne? Einen hast du noch frei. Wenn du mich kochst, werde ich ganz blass. Timo, du darfst auch mitspielen, ne? Ja. Das ist nicht sein Spiel alleine, sondern du das ist der Buzzer, draufdrücken. Ich werde ganz blass, aber sonst. Je kleiner ich bin, desto schärfer. Ja, ich kann jetzt nicht. Desto schärfer. Ey, komm, ist egal, oder? Ja, bitte. Ist nur ein Punkt. Ist die Runde 1. Herr Buzzer. Radieschen? Ja! Mensch, stark. Du bist doch vom Bauernhof. Kennst du dich da nicht? Gemüse, Möhren, Erbsen, Schnitzel, Kartoffeln. Also, Juri führt 1:0. Runde 2 von Was bin ich? In Deutschland werde ich auch Gurkenkraut genannt. Gurkenkraut. Ich bin klein, aber fein. Timo Kastening ist nicht die Lösung. Wobei, du wirst auch nicht Gurkenkraut genannt, oder? Manchmal. Kommt aufs Spiel drauf. Was ist eigentlich dein Spitzname? Gurkenkraut. Ab jetzt. Wer einen guten Abend haben möchte, verbringt die Zeit mit Netflix und... Die jetzt? Ja! Ja! Das ist die richtige Antwort. Dill, hast du überhaupt schon mal irgendwas von... Dill habe ich schon mal gehört. Dill hast du schon mal gehört. Wo würdest du das drauf machen? Ich würde es weglassen. Okay. Also, das heißt 3:0 für Juri. Timo, du darfst ab jetzt auch mitspielen. Ja. Und du kannst sogar noch ausgleichen, wenn du die Mühe. Ja. Mich gibt es laut Mannschaftskoch nie an einem Spieltag zu essen. Ich bin auch in der Kosmetikpflege sehr beliebt. Eine Gurke. Stark! Hey. Er hat's! Er hat's! Du bist so einer, oder? Du bist Team Gurkenmaske. Ja, ja, klar. Ich sehe dich, oder? Da sieht man ihn vor seinem geistigen Auge, wie er mit Heinevetter im Whirlpool liegt und beide haben so Gurken auf. Das war also die Gurke und dadurch, dass er die grandios gelöst hat, gleicht Timo aus zum 3:3. Männer, auch da die Regeln. Buzzern, lösen. Aber wenn ich falsch sage, dann hat Timo gewonnen. Ja, klar. Okay. Dann gibt's kein Vertun. Eure Entscheidungsfrage. Ich sehe aus wie ein kleiner grüner Baum und werde oft mit Blumenkohl verwechselt. Brokkoli. Sehr gut. Er macht's. Stark. Das war genau die Lösung, die wir gesucht haben. Wir haben natürlich einen Trostpreis für dich. Er kommt hereingeflogen. Überreiche dir, ich denke, die erste in deinem Leben, die goldene Ananas. Vielen Dank. Goldene Gurke wäre mir lieber. So, und herzlichen Glückwunsch, Juri. So, den darfst du mitnehmen. Und hast du auch mal, oder? Sind das, jetzt sag mir nicht, das sind die Sachen, die du eh in meinem Kühlschrank hast, sondern das ist doch jetzt mal was Neues. Ja, ist gut. Ich muss den kriegen. Was wir gesucht haben übrigens, Okroschka, die kalte Gurkensuppe. Mhm.
Das könnt ihr rausfinden auf lidl-kochen.de, denn da haben wir diese Okroschka für euch als Rezept aufgeführt. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Ich drücke euch die Daumen, hoffe mal, ihr gewinnt das Auftragsspiel. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.